Hallo liebe Rasenfreaks, herzlich willkommen zu einem ganz kurzen Sondervideo zum Thema Grassorten und Grasarten. Also die Grasart, die Lolium paeana ist die Art, die Festuca arundinacea ist die Art, die Poa pratensis ist die Art, die Grasart. Die Sorte, das sind dann so kunstvolle Namen wie Debussy oder Divina oder wie auch immer sie alle heißen mögen. Das sind die Sorten. Das ist von einer Gräserart dann eine verschiedene, ja, eine gezüchtete Sorte unterschiedlicher, ja, mit unterschiedlichen Ausprägungen. Und ich möchte euch in diesem Video, in diesem kurzen Video, wahrscheinlich wird es hier nicht kurz, möchte ich euch mal hier auf der Demopark in der Nähe von Eisenach das Testfeld zu den verschiedenen Gräserarten und Gräsersorten zeigen. Und wir fangen mit einem sehr, sehr interessanten Gras an. Das ist ein zukunftsträchtiges Gras, und zwar die Festuca arundinacea. Festuca arundinacea oder Arundinacea oder Arundinacea, das ist der sogenannte Rohrschwingel. Ein sehr, sehr breitblättriges Gras, was sehr dunkelgrün ist und sehr, sehr lange Wurzeln, wirklich extrem lange Wurzeln bilden kann, wenn der Boden dafür richtig auch geeignet ist. Und das Problem des Rohrschwingels ist, dass er sehr breitblättrig ist, wie gerade gesagt. Und das sieht natürlich in feinen Gräserflächen nicht so schön aus. Und es soll jetzt eine besonders feinblättrige Sorte vom Rohrschwingel geben, und zwar die Debussy. Und die ist hier auf der Messe ausgesät. Und die schauen wir uns jetzt mal an. Das ist mal als Reinsaat ausgesät worden. Und auch hier sieht man natürlich im Laufe der Jahre, 2018 ist das hier, glaube ich, gesät worden, wie hier auch die Poa einwandert, hier mit den hellen Flecken. Man muss ein bisschen gucken, und dann sieht man tatsächlich den Rohrschwingel. Das sind diese dunkelgrünen Bereiche, und jetzt musst du mal versuchen ranzukommen. Diese dunkelgrünen Bereiche, das ist hier ein sehr schöner Bereich. Und auch hier sieht man aber immer noch, wie breitblättrig tatsächlich der Rohrschwingel ist. Das hat so, ich sage immer, so einen gewissen Südgras-Charakter, also die Warm-Season-Gräser, das Bermuda-Gras zum Beispiel. Das ist auch ein breitblättriges Gras. Und das ist, ich sage mal, so ein Zwitter. Und man versucht eben von den Züchtungen her, diese Blattbreite, man hier sieht das hier auch sehr schön, das ist schon echt ein breites Blatt, ein richtig breites Blatt. Man versucht halt diese Blattbreite etwas zu reduzieren, weil das Gras eben sehr gut trockenheitsverträglich ist durch die langen Wurzeln. Ganz im Gegensatz dazu haben wir die Festuca-Arten, und das ist das krasse Gegenteil. Hier ganz breitblättrig, für Rasenflächen geeignet, Festuca arundinacea, und jetzt kommen die Festuca rubra, die Rotschwingelarten, und die sind extrem feinblättrig, und dazwischen liegt alles andere. Gucken wir uns an. So, lieber Rasenfreaks, es gibt jetzt drei verschiedene Rotschwingelarten, also Festuca rubra-Arten. Die Festuca rubra, das ist der Ausläufer-Rotschwingel, der bildet also Ausläufer-Stolonen, Rhizome, Vorsicht, Rhizome. Und dann gibt es die Festuca rubra trichophylla, die bildet Kurzausläufer, und dann gibt es die Festuca rubra commutata, und die bildet Horste, also drei verschiedene Arten, drei verschiedene Verbreitungsarten auf der Fläche. Was ich jetzt hier nur zeigen möchte, ist, wie unfassbar feinblättrig hier die Festuca rubra ist. Wenn man jetzt hier mal näher geht, dann hat die eben so ganz feine, schon fast haarförmige Blätter. Also das ist schon ein Riesenunterschied zur Festuca arundinacea. Aber was man auch sieht, was mich jetzt hier auch überrascht hat auf der Fläche, ein bisschen weiter rüber geschwenkt, haben wir hier die Commutata, die Horstbildende. Und hier sieht man tatsächlich auch schon deutliche Schadstellen. Ich behaupte jetzt mal, das sind auch Trockenstellen durch die Hitze. Natürlich wird diese Fläche auch nicht kontinuierlich gewässert und gepflegt. Und anscheinend scheint hier auch die Festuca rubra bisschen unter der Hitze gelitten zu haben. Das ist jetzt meine persönliche Interpretation. Vielleicht stimmt das alles nicht, aber aber es sieht zumindest hier nicht so schön aus. Ja, lieber Rasenfreaks, was man hier sehr schön sieht, einmal wie unterschiedlich
hell- und dunkelgrün die Poa pratensis sein kann. Also das ist hier Poa pratensis, wenn ich mich nicht irre. Genau. Das sind auch Poa pratensis Sorten, die tatsächlich relativ hellgrün sind. Und hier hinten sind die ganz tollen Poa pratensis Sorten, also die Wiesenrispe, in ganz dunkelgrüner Farbe und tatsächlich schon richtig schön feinblättrig. Also das sieht schon richtig cool aus. Man muss immer aufpassen, hier ist auch natürlich Ilolium schon zwischen die Poa pratensis. Ist denn dieses wirklich auch schon relativ stark bläuliche, etwas breitblättrige Gras, aber hier ist die Pratensis schon relativ feinblättrig, relativ. Wie ist sie hier? Hier ist sie gar, das ist die Brooklawn, genau, die Brooklawn. Hier ist sie noch ein bisschen feinblättriger, also hier, das gefällt mir schon richtig gut. Aber dazwischen immer aufpassen, immer dazwischen die Lolium drin. Also auch hier keine Reinsaat mehr, sondern schon eine Mischung. Das ist hier die Korsika, die Lolium Paene. Die finde ich tatsächlich doch relativ hellgrün. Also nicht so dunkel, wie ich das jetzt erwartet habe. Da sieht man wieder, wie deutlich sich die Pratensis absetzt. Insgesamt hier, die ganze Loliumfläche ist deutlich heller mit Unterschieden. Hier ein bisschen dunkelgrüner, da noch hellgrüner von der Farbe. Alles Lolium Paene, das deutsche Weidelgras. Ja, lieber Randfix, hier sieht man jetzt schön mal so eine herausgewachsene Rasenfläche und das Gras, das blüht natürlich wunderhübsch, der Rotspingel und hier die Lolium und was nicht alles. Und das gerade hier so im Wettbewerb mit den kurz geschnittenen Rasenflächen sieht natürlich auch richtig cool aus. So, lieber Randfix, das soll es jetzt gewesen sein mit einem kurzen Video zum Thema Gräser und wie die so auf der Fläche wirken. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch solche Videos gefallen, dann dürft ihr mich auch gerne abonnieren. Kostet euch überhaupt nichts, aber mir hilft das so ein bisschen. Dankeschön dafür. Ich werde natürlich noch ein paar mehr Videos machen hier von der Demopark. Wenn ihr das jetzt als erstes gesehen habt, dann guckt noch mal hier. Und sonst freue ich mich, wenn ihr noch meine anderen Videos schaut. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.